Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Heute wieder mal ein Video aus der Reihe Wissen to Go. Und heute kümmern wir uns um das Ticketsystem hier in diesem Spiel, was uns helfen soll, besondere Items zu erwerben. Was ist damit gemeint? Wir schauen mal rechts hoch und da haben wir ja einige Punkte, zum Beispiel Reward Points und Skill Points. Und ganz, ganz links auf der Seite, da gibt es ein Symbol, wo bei mir noch die Null steht. Das sind eben diese Tickets. Und wozu brauchen wir diese Tickets? Und wie bekommen wir diese Tickets? Das will ich euch heute in dieser Folge erklären. Nun, fangen wir erstmal an. Wozu brauchen wir diese Tickets? Und zwar auf der linken Seite in unserem Menü gibt es Tournaments. Und diese Tournaments, die gibt es als Daily Tournaments, als Weekly Tournaments und saisonale Tournaments. Wir schauen mal auf die Uhr. Deswegen Daily. Dieses Tournament hier ist in, oder diese Tournaments sind in 4 Stunden 37 abgelaufen. So lange haben wir also noch Zeit dafür, diese zu spielen. So, und ihr seht es jetzt auch, Entries Unlimited Entry Fee, und das ist sozusagen das Startgeld, das ist hier in diesem Fall keines. Das kann man also so lange spielen, wie man möchte und kann eben auch und braucht dafür auch kein Startgeld entrichten, eben für dieses tägliche Tournament. Während hier müssen wir 1000 Reward Points opfern und hier brauchen wir 2000 Reward Points, um dieses Tournament zu spielen. Was kann man jetzt hier gewinnen? Und das ist genau der Punkt. Bei diesen beiden, wo wir auch ein Startgeld bezahlen müssen, können wir solche Tickets gewinnen. Und diese Tickets, die brauchen wir eben für die Weekly und saisonalen Turniere und Ereignisse. So, da seht ihr es, wir sind in Weekly Tournaments, 6 Tage noch, dann werden diese sozusagen ausgetauscht. Auch diese 3 Events kann man so oft spielen, wie man will, muss aber jedes Mal eben ein Fee bezahlen. Ja, das kann man sich so vorstellen, wie halt eben der Profi, der auch ein Startgeld bezahlt, um an einem Turnier teilzunehmen. Aber wenn er eben in Anführungszeichen den Cut nicht schafft, ja, dann geht er mit leeren Taschen nach Hause. Und so sieht es hier eben auch ein bisschen aus. So, also in dem Fall gibt es Tournaments, die könnt ihr so oft spielen, wie ihr wollt. Wenn wir uns jetzt die saisonalen angucken, dann gibt es zum Beispiel ganz unten einen, da braucht ihr zwar kein Startgeld bezahlen, aber ihr müsst eben oder ihr dürft nur maximal diese 2-mal spielen. Ja, in 20 Tagen. Und was gäbe es da zu gewinnen? Hier gibt es das Masters Fairway Wood, das Masters Wedge, dein Masters Putter, also alles, was man braucht, um das Master im Prinzip zu spielen. Und zwar mit Equipment, was schon ein bisschen, ja, länger auf dem Markt ist. So, da muss ich mich kurz räuspern. Also ihr seht, das sind dann die Items, die man oder ja, die man hier sich erwerben kann. Aber dazu müsst ihr eben 18 Bahnen spielen, all 18. Und als Simulation. Also, das wird schon sehr, sehr schwer, sich das hier zu erarbeiten. Hier müsst ihr immer ein kleines bisschen aufpassen, wenn ihr hier wieder rausgeht. Er springt immer automatisch zurück auf Daily. Und was haben wir jetzt hier zum Beispiel zu erwarten, wenn wir ein Weekly Tournament spielen würden, wofür wir hier zum Beispiel 3 Tickets benötigen? Da könnten wir, ja, hier gibt es nur Reward Points, aber ordentlich. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen, wenn wir jetzt das darunter spielen mit 5 Tickets, dann können wir zum Beispiel Specs erarbeiten. Also um unsere Schläger, in dem Fall unsere Hölzer, zu pimpen, zu leveln. Und das sind Accuracy Specs, also das heißt hier für die Genauigkeit des Fairways. Also das sind hier diese Besonderheiten, diese Bonis, die man sich hier erarbeiten und erwirtschaften kann, eben mit diesem Ticketsystem in den Weekly and saisonalen Tournaments. Und
Ja, das wäre eigentlich der Punkt, den man hier dazu sagen kann. Jetzt natürlich die Frage, wenn man sich jetzt diese Punkte, ja, ich sag mal, sich schwer tut, diese zu erspielen, diese Tickets mit diesen Daily Tournaments, dann gibt es natürlich eine Möglichkeit, die auch anderweitig zu bekommen. Und dazu müssen wir in den Store. Und da finden wir hier die Tickets. Und da seht ihr eben, da könnt ihr Tickets auch kaufen. Braucht allerdings entweder Reward Points oder PGA Tour Points. Und wenn ihr nicht genügend Reward Points habt und wollt sie mit diesen PGA Tour Points kaufen, die wiederum könnt ihr käuflich erwerben. Und da seht ihr hier die Preise dafür. Also, wer es möglichst schnell und eilig hat und möchte hier exklusives Equipment, kann hier natürlich hier über den Store gehen, sich hier diese Tournament Points bzw. Tourpunkte hier kaufen, kann dann damit wiederum die Tickets einkaufen und dann in den wöchentlichen bzw. saisonalen Tournaments sich eben das entsprechende Equipment erarbeiten. So, also damit wäre die Frage geklärt, wofür sind die Tickets im EA Sports PGA Tour und wie komme ich an Tickets heran, entweder durch Erspielen oder halt indem ich sie mir tatsächlich im Shop kaufe mit Punkten, die ich erspielt habe oder tatsächlich gegen Ingame-Kauf über Bares. Sehr schön. Also ich hoffe, ich konnte euch wieder mit dieser Folge ein bisschen helfen. Ihr habt wieder ein bisschen was erfahren. Wie gesagt, aus unserer Reihe Wissen to Go. Und ich freue mich jedenfalls wieder auf eine Runde hier zu spielen. Ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal wieder hier bei mir auf dem Kanal und wünsche euch allen ein schönes Spiel weiterhin.